links hast du weg von der Kupplung, das ist gut. Waren immer zwei verschiedene Kameras, aber jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Jetzt ist alles perfekt synchron. Oh, ja, muss ich schnell ausmachen, sonst müssen wir nachher hier Tantiemen zahlen. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, 5. und 6., ne? 7., 8. 7., 8. schon? Ja. Hab ich schon wieder einen. Okay, dann haben wir 7., 8., sehr gut. Wir wollten ja beim letzten Mal schon rechts vor links anschneiden. Mhm. Also dieses Mal schneiden wir rechts vor links an. Und gleichzeitig fangen wir mit der Blickschulung an. Also wir sind ja am Anfang so über die Landstraße gefahren und sowas. Das war easy geradeaus, da brauchst du ja nicht viel machen. Aber jetzt ist halt so, dass wenn wir rechts oder links fahren, dann müssen wir diese Spiegelbeobachtung dazu machen. Und wenn du zum Beispiel links fährst, guckst du als erstes in den Innenspiegel, dann in den linken Außenspiegel, dann machst du einen Schulterblick nach links, so darüber, genau. Mhm. Und dann machst du einen Blinker an. Also idiotensicher ist das Ganze damit, wenn du immer mitzählst. 1, 2, 3 ist der Schulterblick, 4 ist der Blinker. Dann bist du damit safe. Wenn du natürlich nach rechts fährst, machst du halt Innenspiegel, rechter Spiegel, Schulterblick nach rechts und dann Blinker nach rechts. In der Prüfung ist das manchmal so, dass man ein bisschen gestresst ist. Ja. Wenn wir jetzt am Anfang darauf achten, dass du immer diese Reihenfolge einhältst, immer dieses dam, 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 dann wird das so ein Automatismus. Mhm. So wie Handyparanoia. Weißt du, wenn ein Handy zu Hause... So, dann automatisch guckt man schon immer in die Tasche und sucht, wo ist das, ne? Und wenn der Prüfer nachher fährt, dann ist auch egal, ob du mal nervös bist oder so oder kurz rauskommst, wenn der einfach sagt, rechts weiter, machst du automatisch so, na, Blinker und dann nichts ab. Dann wird das ein Automatismus. Das wird heute wahrscheinlich nicht bei jedem Mal klappen, aber mir ist wichtig, dass wir anfangen damit, jedes Mal, wenn wir rechts oder links fahren, das Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Blinker. Der Blinker als letztes, ja. Weil sonst machst du den Blinker und fährst dann danach und kann sein, dass du den Spiegel vergisst. So, gut. Und rechts vor links machen wir dann gleich, während wir fahren, dann erkläre ich dir gleich, wie das so während der Fahrt funktioniert. Cool. Spiegel und sowas passt? Ja. Korrekt. Ich bin auch am Start. Dann mach einfach Kupplung durch. Maschine an. Genau. Gang hast du drin? Ja. Okay, nimm nochmal erste Gang. Oh, warte. Ich bin nicht gefahren. Ja. Korrekt. Dann ist da noch so ein rotes P. Korrekt, das ist auch los. Wie war nochmal der Name? Mercan. Ist dir schon aufgefallen, dass er im Boss-Modus ist? Hast du schon gesehen? Ja? Okay, ja, pass auf, mal gucken, wann es auffällt. Wenn du alles abgecheckt hast, Innenspiegel, Außenspiegel, dann machst du Blinker links. Oh, das war mein Piepler, sorry. Genau, wenn dann keiner kommt, Schulterblick so über deine Schulter links raus, da wo der Tiguan steht, genau. Und dann schleifst du dich langsam los. Genau. Korrekt. So. Dann hast du ja hier jetzt schon mal erst rechts vor links, also ein bisschen vorsichtig, ne? Und stehen sogar mit pinken Kennzeichen halt. Korrekt. Wir fahren geradeaus weiter. Stoppschild oben hast du im Griff, ne? Ja, ja. Alles klar. Dann drück schon Kupplung durch. Bis zur Haltlinie. Cool. Okay, 3 Sekunden stehen. Jetzt schleifst du dich einfach wieder weiter nach vorne. Und dann geht's langsam weiter. Lass dir Zeit. Nach ihm kommt keiner, ne? Und dann ziehst du locker rein. Das zärtlichste Geräusch, was dieser BMW übrigens machen kann, ein bisschen Gas geben, zweiter Gang, ist folgendes. Müsste eigentlich gleich kommen, warte. Ein bisschen Gas und dann kommt's. Da ist es. Siehst du, was da steht? Ich habe mich nicht angeschaut. Das ist dir gar nicht aufgefallen. Das meinte ich mit Boss-Modus. Ey, so hören uns klein. Wir sterben so, ist egal. Gut, so, genau, dann schneide ich mal an. Jetzt läuft's. Korrekt. Das war Ablenkung. Ja, gut, hat geläuft. Aber läuft. In der Prüfung wird das ein bisschen schwierig, da weise ich dich dann vorher nochmal mit Ellbogen oder so drauf hin. Ne? Wenn wir so losfahren, dann haben wir schlechte Karten. Okay, mach erstmal Kupplung durch, langsam Stopp. Und dann fahren wir an der Ampel hier rechts. Aber erstmal ganz in Ruhe, erstmal ersten Gang. Gut. So, jetzt schleifst du dich locker los und pass auf, jetzt mach mit Reihenfolge. Mach 1 so, 2, 3 und 4 ist der Blinker. Okay. Jetzt blink schon nach rechts. Zack, genau. Jetzt hast du ja alles abgecheckt, kommt kein Fahrrad, niemand. Und dann segeln wir hier locker rum. Korrekt. Ist mir das nicht aufgefallen. Das ist manchmal so. Bleib ein bisschen links, weich nicht aus, auch wenn das ein bisschen enger wird. Bleib so auf deiner Spur. Genau, ruhig ein bisschen so rüber. Wenn das gar nicht passt, bleib lieber stehen.
weil der Prüfer klatscht nicht, wenn es eng wird. Der sitzt da hinten und schwitzt sich kaputt. Ein bisschen links rüber noch? Sagen wir mal. Ein bisschen links rüber? Genau. Okay. So, oben an der Ampel fahren wir links weiter. Okay. Und du kannst im Prinzip jetzt schon wieder damit anfangen. Also jetzt schon. Zack, zack, zack. Blick. Jetzt hast du das schon mal erledigt. Schön locker runter. Und direkt wieder. Genau. Und lass die Zeit, schleif dich erstmal locker los. Obwohl grün ist, weißt du ja nicht, ob das klappt oder nicht. Ein bisschen Gas. Probier mal zweite Gang. Gut. Ja, ja, ist gut. Probier. Korrekt. Und das ist schon Level 4. Wenn du in der Kurve das Schalten hinkriegst, das ist sehr gut. Weil viele warten dann noch bis nach der Kurve oder so. Aber am besten ist so, wie du jetzt gemacht hast. Roll's rum, nutzt den Schwung. Auf die Kupplung, zweite Gang. Fertig. Er ist manchmal knapp. Nee, nochmal erste. Bei dir ist der. Ja. Ja, du bist aber an der Bremse. Ja, das ist kritisch. Korrekt. Ja, aber hier hast du E30, was willst du machen? Aber das mit dem nicht anschnallen. Also mir ist aber auch in 10 Jahren noch nicht einer deswegen durchgefallen, der das vergessen hat in der Prüfung. Ich habe schon mal von anderen Leuten gehört, dass es tatsächlich Fahrschüler vergessen haben, aber wegen Anschnallen noch nie. Einer hat mal während der Prüfung sein Handy angehabt und das lag hier drin, ne? Mhm. Warte, pass auf. Jetzt geht deine eine Spur, ja, so ist cool, genau. Auf 2 und du bleibst genau hinter dem Golf, so ist cool. Einfach Kupplung durch und langsam stopp. Und telefonieren ist ja während des Autofahrens verboten, ne? Ja. Und während der Prüfung klingelt sein Handy und die ganze Zeit schon so ja, und ich wollte es irgendwie nehmen oder wegdrücken oder sowas, ne? Und er so, nein Mama, ich habe Prüfung, ich rufe dich später zurück. Legt auf. Ich dachte, kann nicht wahr sein, ne? Und der Prüfer so, ja, nee, jetzt können Sie auch weiter telefonieren, Prüfungszelle. Also das war, ich konnte auch nicht so schnell eingreifen, wie er sein Telefon selber genommen hat. Also das war ein bisschen schwierig. Guck mal, wenn du in ersten und zweiten Gang schaltest, ne, mhm, mach immer so und dann kannst du die Gänge so schalten. Weil wenn du so machst, ist es manchmal schwer, das richtig zu treffen. Wenn du so machst, weißt du, immer mit Druck zu deiner Seite, kannst du erste oder zweite Gang machen. Also immer so und dann drüber. Bam! Hast du dich erschrocken? Hast du gemerkt, dass du bist nicht angeschnallt? Ich war verwundert, dass mir das nicht aufgefallen ist. Das passiert mir auch manchmal. Da fahre ich los und dann denke ich so, bling. Ah, okay, ja. Die Autos hatten das ja gar nicht. Du bist einfach gefahren und irgendwann ist halt gemerkt. Ich habe mich schon gefragt, was du meinst. Ja, ja, ja. Manche Autos haben das richtig nervig, wenn du dann so fährst und meinst, boah, ist ja gut, ey. Wenn du jetzt übrigens durchziehst und du schnallst dich weiter nicht an, dann wird das Geräusch immer krasser. Irgendwann so bling, 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 bling. Nach 5 Minuten hört es auf. Keine Ahnung, ob ich das weiß. So, sauber. 70, jetzt kannst du drücken. Kontrolliere einfach nur noch mal im Innenspiegel und im linken Außenspiegel, dass da kein Moped auf einmal versucht, an dir vorbeizuziehen. Dann läuft es. Korrekt. Zieh ruhig noch ein bisschen weiter. Genau. Und dann nimm ruhig auch den 4. Gang. Und durchrollen lassen. Genau. Also wir fahren uns jetzt so eine kleine Runde warm. Jetzt hier so diese 5, 6, 7 Minuten. Und dann gucken wir gleich direkt, dass ich dir diese Rechts-vor-Links-Geschichte zeige. Ne? Also noch ein bisschen so relax und warm fahren. Dann gleich geht's ab. Kann ich erstmal noch ein Stück Apfelschorle nehmen. Nächste Ampel, fahren wir links. Pass auf jetzt, bevor du blinkst. Check direkt aus. Zack, zack, Seitenblick. Bremst ein bisschen mehr. Jetzt wird's gespannt. Blinker. Dann gehst du locker rüber. Weil du jetzt vorher schon alles abgecheckt hast, gar kein Motorrad mehr kommen. Ansonsten, wenn du nicht guckst, im Sommer oder so, weißt du, und du fährst hier rum und drehst Musik auf und so, dann kann sein, dass da einer auf einmal vorbeizieht. Wenn du den nicht siehst, ballerst du rum. Schön locker, ja. Ein bisschen links. Genau. Zweite ist cool vor der Kurve. Auf keinen Fall 3. Gang, aber 2. hat genug Power. Zieh ruhig durch, aber langsam. Schöne große Kurve. Genau, bleib erstmal mit den Händen so. Jetzt Gas geben und dann schalten. Hier steht jetzt kein Schild, ne? Wir sind außerhalb geschlossener Ortschaft. Wie schnell dürfte man jetzt hier fahren? 100. Jo. Also du kannst erstmal ein bisschen Gas geben. Hier ist E70. Ne? Heute Morgen hatte ich Prüfung mit einem Mädchen. Hier sind wir hier lang gefahren in der Prüfung. Mhm. Der Prüfer fährt hier gerne lang. Ich zeig dir auch gleich warum. Jetzt ruhig ein bisschen Gas wieder. Und dann Kupplung und 4. Gang. Achso, die hat übrigens bestanden auch. Ja. Genau. Fuß kannst du mitnehmen von der Kupplung. Ja. Jetzt hast du hier die 70 Schilder, ne? Wenn du mal weit nach vorne guckst, siehst du die gelben Schilder grün und 50. Mhm. Dann musst du eigenständig jetzt runterbremsen. Genau, sodass du bei dem Schild bei 50 bist, du ist perfekt. Und dann wieder 3. Gang und alles ist cool. Aber wenn du hier mit 70 weiterschießt,
Dann sagt der Prüfer, okay, fahren Sie mal rechts ran. Irgendwas war nicht in Ordnung. So, an der Ampel fahren wir links. Jetzt schon deinen Rhythmus benutzen. Zack, zack, zack und ja, yep. Deswegen zähle am Anfang immer mit, bis das automatisch wird. Und jetzt wie beim Kreisverkehr, Kupplung, Bremse, ruhig fester bremsen. Und dann ja, klar. Roll bis zur Linie und dann schalte erst. Wir machen das immer so entspannt wie möglich. Zack. Jetzt erste Gang, safe. Genau. Hast du gemerkt, du hast alles abgecheckt. Du musst aber im Kopf am Anfang immer erst dieses 1, 2, 3, 4 mitzählen. Den kleinen Hähnchen-Typ hast du gesehen? Mhm. Er war der coolste. Er hat Führerschein bei mir gemacht, ne? Hat auch bestanden. Und nach einem Monat hat er mich angerufen, weil der war so ein Umschreiber. Der hatte so arabischen Führerschein. Ach so. Weißt du? Und den hat er irgendwo gekauft. Und da hat das Straßenverkehrsamt gesagt, Wolle, der ist gefälscht. Also haben die den Führerschein aberkannt, musste er nochmal Prüfung machen. Oh, dann kam er einen Monat später nochmal in die Fahrschule, musste nochmal Prüfung machen. Aber er sagt, seine 20 Kollegen hat keiner erwischt, nur er. Guck mal, du hast keinen grünen Pfeil hier auf der Ampel, sondern nur grün. Ne? Das heißt, okay, jetzt können wir langsam rum. Warum du hier nur grün hast, ist diese komische Fahrradampel. Da oben siehst du, wie das auch blinkt. Ja. Das heißt, ein bisschen geht doch rum. Das heißt, du musst rechts und links abchecken, ob da nicht irgendwo eine Oma mit dem Fahrrad ist, hier rüber will. Wenn du einen grünen Pfeil hättest auf der Ampel, kannst du immer einfach durch. Da brauchst du ja nicht rechts, nicht links gucken, kannst du gucken, was du willst. Sappi. Aber wenn du nur grün hast, musst du immer mal wieder gucken. Deswegen ist das immer wieder mit so 1, 2, 3, 4. Dass du siehst, wenn da einer steht. An der nächsten Ampel fahren wir gleich links. Und wenn du dann mal da drauf guckst, dann wirst du sehen, da ist wieder ein Pfeil auf der Ampel. Da brauchst du wieder nicht gucken. Kannst du einfach abbiegen. Check jetzt schon den Rhythmus aus. 1, 2, 3, genau, und dann gehst du links rüber. Und normalerweise hat man ja immer so ein bisschen Paranoia, dass die Fahrräder da jetzt durchfahren auf der gegenüberliegenden Seite. Siehst du das ja, ne? Die ja. Haben auch eine Ampel. Aber wenn du einen Pfeil hast, so wie jetzt kannst du einfach abbiegen und die Fahrräder haben immer rot. Du brauchst halt nichts machen. Dein Weg hier ist frei. Okay, jetzt langsam. Guck mal, oben 30-Zone. Und jetzt fangen wir an mit diesem rechts vor links. Es gibt da einen Unterschied zwischen erster und zweiter Gang rechts vor links. Wenn du nichts sehen kannst, so wie hier, kein Gas geben, dann bleibst du immer im ersten Gang, so wie wir jetzt sind. Und dann rollst du einfach langsam so weiter. Genau. Jetzt kannst du langsam wieder ein bisschen Gas geben. Ein bisschen vorbei. Nimmst auch kurz den zweiten Gang. Kupplung durch. Und jetzt kann man da oben an diesem Baustellenschild schon erkennen, da kommt das nächste rechts vor links. Mhm. Kupplung und Bremse. Weil du nichts siehst wegen diesem Haus, nimmst du wieder den ersten Gang, roll langsam aber weiter. Langsam rollen, gucken und wieder weiter. Jetzt gibst du wieder ein bisschen Gas, nimmst wieder den zweiten Gang und da vorne kommt schon wieder rechts vor links. Aber jetzt reicht der zweite Gang, leg mal nur die Füße drüber, kein Gas mehr geben, nur so wie ich, guck mal, so drüber lassen. Und jetzt beobachten. Wenn da niemand kommt, rollst du weiter. Einfach rollen. Okay. Unterschied verstanden? Ja. Siehst du nichts? Gar nichts. Stehen und mach den ersten. Ja, nicht stehen bleiben. Also rollen und erste. Genau, rollen und erster Gang. Und kannst du was sehen, musst du im zweiten Gang bleiben. Jetzt pass auf, wir testen das mal. Wir fahren jetzt hier rechts weiter. Kein Gas geben. Du musst jetzt viel machen. Spiegel, Schulterblick. Schulterblick noch. Kupplung. Kannst du was sehen? Nein. Deswegen erster Gang. Und das ist jetzt kommt ein bisschen was auf einmal. Das wird ein bisschen schwerer jetzt. Genau. Ja, korrekt. Bisschen Gas geben, direkt Kupplung durch. Cool. Bleib ruhig erstmal cool links. Genau. Und dann gehst du wieder rüber auf deine Seite, jetzt wo die Autos wechseln. Ne? Noch ein bisschen Service hier. Hinter dir ist aber cool, ne? Da ist keiner. Ne? Sehr gut. Ein bisschen Gas kannst du noch geben. Bevor du jetzt links rausfährst, wieder Spiegel, Schulterblick, Ticken, Blinker kurz an. Und dann nee, kann ich schalten, ist alles cool. Und dann gehst du einfach nur locker raus. So, ist gut. Und geradeaus weiter. Nur den Blinker anticken wegen dem Auto, weil du vorbeifährst, damit der hinter dir das checkt, dass du rausgehst. Ich fange ja mit dieser ganzen Spiegelbeobachtung und Blickbeobachtung an, weißt du? So, locker. Nee, nicht ausweichen. Mach nur so, bleib einfach stehen. So? Okay, ja, wenn er jetzt will, dann fahren wir langsam weiter. Aber du musst auf Sicherheit gehen, weißt du? Kannst du nicht einfach locker weiter durchziehen. Ein bisschen links bleiben. Wir fahren dann rechts weiter. Warte, ja. Schulterblick hast du? Okay, ohne Gas. Ist alles gut. Nee. Bleib im ersten Gang. Ist alles cool. Kannst einfach so hier rumrollen. Nur kein Gas geben. Das ist wichtig beim ersten Gang. So, wenn du. Nee, gib kein Gas. Check mal geradeaus. Können wir da überhaupt rein? Dann drück mal die Kupplung kurz. Kupplung und bleib mal stehen. Der Prüfer testet das in der Prüfung. Ob du das erkennst oder nicht. Wenn du das erkennst,
siehst du, hier links darf man auch nicht rein. Dann musst du geradeaus auch verboten, also musst du rechts. Also musst du eigenständig wieder Spiegel, Schulterblick, Blinker und langsam, ganz langsam darum. Am besten gar kein Gas geben, weil du siehst ja, wie eng das hier ist. Ne? Ja. Bremst ruhig lieber ein bisschen, sodass du das genau, dass du das kontrollieren kannst. Und wieder schön zurücklenken, noch ein bisschen mehr. Ja, cool. Kupplung langsam lösen. Ein bisschen links bleiben. Genau, sehr gut. Aber zweite lohnt sich noch nicht, merkst du das, ne? Mhm. Bleib erstmal da. Bleib so im ersten, erstmal locker rum, wieder zurück. Weil du nichts sehen kannst, ob dir einer entgegenkommt oder nicht. Gib kein Gas, bleib so bei der Geschwindigkeit. Denn guck mal, auf einmal passiert sowas. Bremst ein bisschen. Langsam weiter. Sowas passiert immer in diesen kleinen Straßen. Dann will der Prüfer das sehen. Der fährt so 15 Minuten hier durch so kleine Straßen. Checkt das aus. Wir fahren jetzt einfach hier so links rum. Am besten auch ohne Gas, weil jetzt wäre hier rechts vor links. Der hat Vorfahrt. Gut. Und jetzt langsam wieder ein bisschen Gas geben. Wenn du dann irgendwann auf so einer Straße bist, wo du das einsehen kannst, so wie hier, dann kannst du wieder ein bisschen mehr Gas geben und auch den zweiten Gang nehmen. Genau. Aber hier kommt man niemals mit 30 durch. Wie willst du das machen? Da bist du sofort eine Kurve, zweite Kurve, bist zerstört. Du musst noch ein bisschen Gas geben. So, am Ende fahren wir links weiter. Zack, zack, zack. Und Blinker, gut. Bleib auf deiner Seite. Kann man was sehen? Nein. Dann was? Kupplung. Dann erst. Genau, roll weiter. Langsam weiter und bleib mit den Augen erstmal rechts. Kein Gas geben, roll so weiter. Schön langsam und jetzt rum. Ohne Gas immer noch, sodass du das komplett kontrollieren kannst. Und jetzt erst wieder drauf drücken. Wenn du vorher Gas gibst, zieht er dich so rum und dann wird es schwer. Also jetzt pass auf, kein Gas. Siehst du diese Striche auf dem Boden? Mhm. Nichts machen, auch keine Kupplung drücken. Nur gucken, lass alle Füße los. Er hat Vorfahrt, aber du siehst was. Deswegen kannst du im zweiten Gang bleiben. Kupplung ganz durchdrücken. Korrekt. Wir fahren jetzt geradeaus und die ganze Straße runter, fast die ganze Straße runter, ist immer wieder rechts vor links. Und du musst jetzt, oh, der war knapp, alles gut, langsam. Ja, ja. Bisschen Gas geben und direkt zweiter Gang. Genau, aber ein bisschen links rüber. Und die ganze Straße runter jetzt musst du immer wieder für dich selber entscheiden und du musst auf dein Bauchgefühl hören. Du musst merken, sehe ich was oder sehe ich nichts. Wenn du nichts siehst, Kupplung, Bremse, erster Gang. Immer. Hier zum Beispiel, ist rechts vor links. Siehst du was? Ja. Oh, warte mal. Okay, jetzt sieht man was. Du musst damit rechnen, dass einer aus der Straße rausgeschossen kommt. Nicht normal fährt, so wie wir. Mhm. Sondern da kommt einer mit dem Moped, der whoop, zieht einmal am Hahn und dann ist der da. Ein bisschen links bleiben. Achte schön auf den Bordstein hier, auf die Kante. Und du musst dann locker stehen bleiben, wenn er kommt. Das darf keine Vollbremse. Also natürlich, bevor ein Unfall kommt, ja, Vollbremsung, aber... Generell sollte das immer so sein, dass du locker stehen bleiben kannst. Das Schild kennst du, ne? Ist klar. Du hast Vorfahrt. Gut, Fuß nimm weg von der Kupplung. Ne, ruhig weiterfahren, nicht gucken. Das meinte ich mit fast jeder Straße. Also hier haben wir Vorfahrt. Ein bisschen Gas geben wieder. Jetzt kommt wieder rechts vor links. Jetzt erstmal die Füße so drüber legen. Nur über die Bremse in die Kupplung. So, und jetzt warten. Und beobachten. Wenn das reicht von der Geschwindigkeit her, rollst du einfach weiter. Kommt niemand. Wie gesagt, jetzt brauchtest du keine Kupplung und keinen ersten Gang. Bei der nächsten Straße ist das so, da sieht das so aus, als bräuchte man den ersten Gang, weil man nichts sieht. Aber das ist nicht so. Warte erstmal ab. Ne? Guck mal, jetzt könnte man ja denken, ich sehe nichts. Ja. Aber leg mal die Füße drüber. So, und jetzt rollst du. Kein Gas. Genau. Und beobachte. Siehst du, jetzt siehst du was. Kommt keiner. Gibst du wieder Gas. Und immer diesen Unterschied. Wenn du den safe hast, brauchst du dir keine Sorgen machen. Sagt der Prüfer rechts, links und du sagst, alles klar, ich sehe was, ich sehe nichts, erster Gang, zweiter Gang, du bist das hin. Was ist mit der Straße hier? Kann man da was sehen? Dann Kupplung, Bremse, erster Gang und langsam weiterrollen. Genau, weil wenn jetzt hier einer rauskommt, ist sofort krass bremsen, das ist keine Chance. Fahren wir rechts weiter. Okay. Bevor du abbiegst, zack, zack. Du musst richtig zur Seite gucken, so. Weil Schulterblick wegen Schulter. Genau, ja. Dass du einmal so guckst. So. Gas wegnehmen, damit du die Kurve locker kriegst. Das ist hier so eine 90-Grad-Kurve, genau. Und erst Gas geben, wenn du gerade bist, noch nicht. Erst lenken, lenken, lenken. Gut. Weich nicht aus. Merkst du das, dass du hier an den Bordstein gekommen bist? Das kann ich dich hier bei dem kleinen Bordstein machen lassen, damit du das mal merkst. Aber wenn das ein großer ist und du fährst AMG hier vorbei, dann ist die Felge platt. Ein bisschen links bleiben. Nur erster Gang. Genau, langsam hier rum. Check nochmal. Ohne Gas. Ohne Gas. Und lenk, 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 lenk. Okay, immer noch kein Gas geben, weil wer hat hier Vorfahrt? Richtig mies, oder? Ich frage mich auch, weil ich so
Straßenkämpfe. So, bleib erstmal kurz auf der Seite. Wenn du jetzt vorbeifahren willst, Spiegel, Spiegel, Schulterblick und ticken Blinker an. So ist perfekt. Und dann kannst du vorbeigehen. Ruhig ganz raus, genau. Und locker wieder zurück. Merkst du, man hat hier fast erstmal gar keine Chance für den zweiten Gang überhaupt. Also, wenn du hier durchbretterst, ja. Aber nicht für die Prüfung. Keine Chance. Ein bisschen Gas wieder. Ein bisschen links bleiben. Ich guck immer wieder auf den Bordstein hier, auf diese Kante. Damit du merkst, dass das nicht passt. Bleib da. So musst du bleiben. Wenn nicht geht, bleib stehen. Check. Rechts vor links. Und wieder Gas. Voll Abriss hier, alles platt gemacht. Ey. Lebensqualität. So sieht's aus. Hab's alles abgerissen. Direkt Kupplung durch. Und zweite Gang. Zu dir und Owen. Yep. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, ist viel heute auch, ne? Also die ersten zwei Stunden waren einfacher. Ja. Ruhig ein bisschen Gas. Genau. Cool. Und wenn du mal hinter dir guckst. Alles chillig. Du kannst dieses sehe ich was, sehe ich nichts, jetzt immer wieder benutzen. Für alles. Egal, wo du rumfährst, wo du reinfährst, ob du auf Privatgelände, Parkplatz hier in den Garten linksbums reinfährst oder hier links. Erstmal nimm Gas weg. Und jetzt musst du überlegen, kann ich da grob die Kurve überschauen oder nicht? Und das sieht ganz okay aus. Dann machst du eine große Kurve. Was ist mit dem nächsten rechts vor links? Sieht man da was? Nein. Dann Kupplung, Bremse. Jetzt schon Kupplung, Bremse. Kupplung, ganz drücken. Erster Gang. Genau, das dauert ein bisschen, aber lass dir Zeit. Denn du musst ja reagieren können, wenn der jetzt hier rauskommt. Das ist das, was dem Prüfer wichtig ist. Nicht, dass du einfach fahren kannst. Scheiße. So, hier das Gleiche. Und leg einfach die Füße nur drüber. Genau. Und so lassen. Nicht kein Gas geben. Und dann wieder ein bisschen Gas geben. Denn du musst in der Fahrschule fahren wie so ein Opfer. So fährt ja keiner mehr, keiner später. Da gibt ja, jeder guckt da rein und gibt Gas und ist weg. Mhm. Wir fahren rechts weiter. Mal oben links ist sie zu Ende, siehst du? Die Zone. Kupplung drücken und roll langsam hier so ran. Wenn keiner kommt, viel lenken, ganz viel. Sonst kriegst du die Kurve, volle Pulle lenken. Genau, weil sonst fährst du den komplett durch die Spur. Yep. Und wieder Gas. Aber locker. Jetzt ist hier auch alles klar, jetzt ist hier nichts rechts vor links und so. Ich will trotzdem keine 50 vor der Kurve. So ist schon. Ich meine, wir sind zwar angeschnallt, aber trotzdem. In 30 Zonen ist übrigens, ich glaube, zu 95% rechts vor links. Guck mal, wir fahren die nächste Straße rechts. Genau, wenn du jetzt anfängst, dich vorzubereiten, schmeißt du Blinker an. Cool. Kein Gas. Die Kupplung brauchst du auch nicht, nimm den Fuß ganz weg. Kann man da reingucken? Ja. Wenn jetzt brauchst du den ersten Gang. Mach mal Kupplung. Roll weiter, aber erster Gang. Genau. Weil das Auto da gekommen ist. Wenn das nicht da gewesen wäre, wäre die große Kurve Luxus gewesen und wir könnten hier einfach rumfahren. Aber dadurch, dass sie dann hier angekommen ist, brauchten wir den ersten. Direkt wieder zweite. Genau. Gib nicht zu viel Gas. Denk dran, 30 Zonen, das ist voll schwer hier. Füße wieder drüberlegen, nicht bremsen und nicht Kupplung drücken. Nur drüberlegen. Guck da rein. Kommt da keiner? Nein. Dann rollst du locker weiter. Wenn einer gekommen wäre, drückst beide Füße runter, stehst du. Oh, das ist cool. Check mal hinter dir kurz. Sauber. Jetzt müsste 50, aber rot, also. Und dann rechts weiter. Und der Cover ist ein Warner. Boah, hab ich einen Ohrwurm, ey. Schön locker. Lass die Zeit gut schleifen lassen mit der Kupplung, genau. Das Fahrrad, ne? Hätte auch hier auf dem Fahrradweg fahren können. Deswegen mach nochmal einen Schulterblick. Nicht, dass ihre Schwester noch kommt. Und dann gehst du locker rüber. Genau. Immer noch kein Gas. Siehst du, wie die fahren, ne? Also ohne Gas. Weil du musst auch noch nach oben gucken. Wenn da noch ein Auto, ganz nach oben, ohne Gas. Und erst lieber jetzt noch die Schilder abgucken und dann Gas geben. Ja, ein bisschen links bleiben. Mhm. Auch jetzt wieder kein Gas geben. Das ist 30 Zone, aber guck mal, die Leute laufen links, rechts. Du musst um den Zylinder hier drum rumfahren. Keine Kupplung. Also so schön, oh, zickzack hier, genau. Und wieder zurück. Bleiben, nicht auf die Autos gucken. Es ist wichtig, dass du deine Spur hier behältst. So, wir fahren dann gleich links weiter. Denk an die Show. Genau. Ja, schön hinbleiben. Jetzt informieren. wg.preußuna.de. Telefon 2361. Okay, und erste Gang. Ja. Ja, was ist jetzt los? Maschine, weil du so nah dran gefahren bist. So, wenn keiner von vorne kommt, dann ziehst du durch. Wenn die
die Kurve so groß ist, kannst du auch langsam dabei Gas geben, ruhig zweite Gang, dann kriegst du das doch keinen was mit E-Bus. Das ist den halben Arsch in der Hose. Wer macht denn sowas? Nee, 30, bleib bei 30. Hab mich auch irritiert. Der läuft denn so. Außerdem, wir haben hier jetzt wie viel? 18 Grad. Schön bei den 30 bleiben. So. Und dann fahren wir jetzt gleich links weiter. Direkt jetzt schon arbeiten. Zack, zack, zack. Blinker. Vorfahrtsstraße oben erkennst du, ne? Mhm. Kann man was sehen? Nein, gar nichts. Kupplung. Erste Gang. Langsam ruhig weiterrollen. Aber beobachten und ganz stark nach links. Guck mal, er hat Vorfahrt. Bleib stehen. Und jetzt ganz stark nach links und dann da rein. Genau. Deswegen ist, dass du so langsam bist, so wichtig, weil du musst so viel noch da gucken, noch da machen. Wenn du Gas gibst, hast du fast keine Chance. Ja, die Idee war gut. Guck mal, wir fahren jetzt rechts weiter. Jetzt schon wieder arbeiten. Langsam, bremsen ein bisschen. Kupplung locker lösen. Nochmal rechts, oder? Ja, aber arbeiten. Direkt wieder. Zack, 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 zack. Blinker. Korrekt. Ich hab gedacht, ich kann nicht reinlegen. Direkt wieder Kupplung durch. Zweite Gang. Nee, nicht rechts. Also nur durch den zweiten Gang erstmal. Genau. Wir fahren nämlich gleich links weiter. Ach so. Direkt wieder Spiegel. Blinker links. Bleib aber rechts, weil keine Einbahnstraße. Sieht man was? Gut, also Bremse. Genau, halt dich rechts. Ohne Gas. Und dann gehen wir rum. Ohne Gas, ganz wichtig, weil du jetzt hier wieder viel arbeiten musst. Was machen wir jetzt? Wieder erstmal abhaken. Okay. Und dann Bremse. Und dann drückt man die Kupplung. Und langsam Stopp. Alles gut. Okay. Mama, glaub mal kurz stehen. Mhm. Darf die nicht rein? Genau. Also? Geradeaus. Also nee, da dürfen wir nicht rein. Geradeaus ist gesperrt, ne? Also fahren wir jetzt hier alleine, wie da gerade auch, ne? Spiegel, Blinker, Schulterblick und dann rein. Denk dran, der Prüfer versucht dich reinzuregen. Wir sind nicht weit weg von der Fahrschule und wenn der gute Laune hat, startet der direkt hier. Dann fährt er einmal rechts, einmal links und guckt, ob sich überhaupt weiterfahren lohnt. Wenn du das dann gut gemacht hast, sagt er, alles klar, ich habe schon alles gesehen, jetzt fahren wir nur noch ein bisschen parken und dann ist cool. Aber wenn du hier schon schwächelst, dann ist es natürlich ein bisschen schwer. Ja, genau, richtig. Bisschen Gas und nimm ruhig auch zweiten Gang hier. Du musst nicht unbedingt mit 30 hier durchballern, aber zweiten Gang und so locker ist okay. Und für die Kurve nimm wieder den ersten Gang. Langsam lösen, dann kriegst du die Motorbremse gut. Jetzt machst du die Kurve so, wie bequem ist. Genau. Dann direkt rechts weiter. Okay, kein Gas. Kurz wieder kontrollieren, genau. Und wenn dann passt, dann ist ein bisschen. Genau, Kupplung durch. Und bleib ruhig jetzt, wenn keiner kommt, auch so mittig. Dass die dich sehen von vorne, dass das alles passt. Du kannst hier so fahren. Wenn einer kommt, gehst du ein bisschen ran, bleib stehen. Das ist auch gut. So, hinter dir. Passt. So. Ein bisschen Gas. So locker. Guck mal, die gucken gar nicht live an. Okay, Blinker rechts. Und dann fahren wir hier rechts ran, so wie wir gerade gestartet sind. Genau. Einfach gerade werden. Ein bisschen rollen lassen. Yes, Gang nimm raus. Handbremse zieh an, dann können wir nicht mehr wegrollen. So, jetzt können wir uns auch abschneiden. Und wie war? Also ich muss mich eingewöhnen, aber danach ging es ein bisschen so. Ja. Nach deinen Einwendungen. Ja. Ja, am Anfang ist halt zu viel auf einmal. Dann ist so Innenspiegel, Außenspiegel, was? Erster Gang, zweiter Gang, Moment mal. Und dann vorne ist noch verboten und so. Aber wir tasten uns jetzt an das Level rein. Wichtig ist, dass du erstmal weißt, wie das funktioniert. Sonst kannst du es ja eh nicht richtig machen. Und wir werden jetzt, also beim nächsten Mal, halt auch da dranbleiben. Mhm. Dass wir das genau so machen, wie das, wo wir jetzt aufgehört haben. Dass wir wieder erstmal so ein bisschen warm fahren, dann in so kleine Straßen und dann machen wir wieder diese Rechts-vor-Links-Geschichte. Und dann müssen wir gucken, was hängen geblieben ist, wie viel du davon dann umsetzen kannst. Ne? Also so dann, ich verstehe dir. Das erste Gang, zweite Gang, solche Sachen.
dass das halt passt. Ansonsten war das gut. Also du hast eine gute Beherrschung dafür trotzdem, dass wir erstmal, jetzt was hast du gedacht, 7 und 8 haben wir jetzt? Oder? Ja, jetzt haben wir 7 und 8. Ja, dass wir das jetzt 7 und 8 haben, ist das schon mal richtig gut. Ja? Du musst natürlich auch die Zähne zusammenbeißen, weil das nicht einfach ist. Ja, ja. Und das kann ich halt auch nicht mit jedem machen, weil manche, wenn ich anfange, den rechts vor links zu erklären, dieses erste und zweite Gang, dann muss ich das 3 oder 4 Fahrstunden lang machen, weil die das immer noch nicht so genau verstehen. Dann sagen die, ach ja, hier oder da, so wie jetzt. Das ist cool, also da machen wir eine gute Reise. Das sieht schon ganz gut aus. Cool, wann sehen wir uns denn wieder? Noch kein Termin, glaube ich. Ich bin nächste Woche, nee, Quatsch, morgen. Morgen, übermorgen und Donnerstag bin ich auf einer Fortbildung, Weiterbildung, wie auch immer das heißt. Also ich bin in der Schule. Ach so. Ich muss dich was lernen. Ne? Ja, voll. Aber Freitag können wir direkt wieder reinhauen. Okay. Wie viel Uhr kannst du Freitag? 4. Machen wir 4. Also ich komme 15:50 vor der Schule, dann komme ich direkt. Cool. Also sowieso hier um die Ecke. Dann schreibe ich mir auf. Erster und zweiter machen wir dann. So, dann haben wir das. Ja, Freitag 16 Uhr. Treffen uns dann hier ganz normal, ne? Und dann machen wir dann auch so erster und zweiter Gang. Das, was wir heute auch gemacht haben. Cool. Ja, dann, schön. Danke dir, damit ich Anni wieder was geben kann. Okay, cool. Hast du noch Fragen? Fürs? Okay. Muss nicht noch unterschreiben? Ach so, ja, musst du unterschreiben. Ja, das, genau, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Buchen, zack, zack, Unterschrift. Tada. Und, wie hat er sich gemacht? Ach, der Teiner fährt super gut. Ah, gut. Ja, der macht das wirklich gut. Schön chillig bleiben, dann passt das. Cool, hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Mach's gut. Und wir sehen uns Freitag. Ja. Cool. Dann bis Freitag. Viel Spaß noch heute. Ja, danke dir. Ich will mal schauen. Ich hoffe, alles bleibt heile. Sehen wir am Freitag. Genau. Lasst euch gut gehen. Du auch. Danke, ciao. Ciao. Ja, da hat er recht. Hoffentlich bleibt alles heile. Cool. Ja, das war unsere Fahrstunde mit Tyler. Yes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, nicht vergessen, liken und auf den Abonnier-Button klicken. Oder den Like-Button? Auf den Like-Button klicken, genau. Also für die, die bei den letzten Malen in die Kommentare dann halt geschrieben haben, wo war der Schulterblick und so weiter. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie wir diese Ausbildung jetzt hier aufgebaut haben. Jetzt hatte ich kurz diesen Moment, wo sich die Maus auf dem PC nicht mehr bewegt. Kennt ihr das? So, aber da bin ich wieder. Ja, und beim nächsten Mal nehme ich euch wieder mit. Und dann gucken wir mal, dass wir Thailand bis zur praktischen Prüfung begleiten. Ich wollte mich kurz bei den Leuten, bei den Peoples bedanken. Freunde, die bei der Premiere jedes Mal dabei sind. Das ist ja cool. Ich kannte diese Funktion gar nicht. Ich denke, ich werde das mit diesem Video wieder machen. Also an dieser Stelle von mir schon mal vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Denkt dran, ich habe euch lieb. Wir sehen uns. Tschüss.